Hallo, ich öffne jetzt das erste Cardfight Vanguard G Legend Deck. The Dark Ren kann ich nicht aussprechen. Das ist quasi ein genauso wie ein Trial Deck plus ein paar Bonusinhalte. Na, geh auf. Genau, Thema des oder der Clan in dem Deck ist der Shadow Paladin Clan. Jetzt ist das hier so komisch. So. Hier sieht man nochmal die Inhalte, aber die sehen wir gleich sowieso nochmal. Und ja, dann geht's direkt los. Hier wieder schön zugeklebt alles. Und dann haben wir hier eine Deckbox aus Plastik zum selber zusammenfalten. Das mache ich jetzt einfach mal nicht. Dann eine Promokarte, Dark Knight Grim Recruiter in der G-Unit. Und noch ein, ja, so ein, ich nenne es mal, ach, hier steht es auch drauf, Fighters Counter, genau. Damit kann man halt, hier steht plus 5000, plus 5000, plus 10.000 anzeigen, wenn man Trigger oder irgendwas halt kriegt, dass man sich das besser merken kann, wo man die verteilt hat. Dann haben wir hier das Deck, das ist in zwei Dinger aufgeteilt, zwei Pakete. Natürlich schön eingeschweißt, so dass man direkt wieder Schweißausbrüche bekommt, wenn man hier ein Video machen will. Aber scheint ganz gut zu funktionieren. Gucken wir mal in die erste Hälfte. Ach so, hier dann natürlich noch das Starters Guide und ups, die Spielmatte. Na, geh auf. Die aber mehr aussieht wie einfach ein riesiges Poster. Und dann noch die Rückseite. Hier wird irgendwas zu den Shadow Paladin Clan erzählt, zu dem Charakter im Anime und zu dem Deck selbst. So, dann jetzt zum Deck. Da haben wir einmal die G-Unit, Dark Dragon Phantom Blaster Diablo. Ist eine starke Karte. Kann sicher jeder den Effekt durchlesen. Und die ist gleich viermal drin, anders als in den normalen Trial Decks, die da zweimal drin ist, ist diese Karte hier viermal drin. Einmal in holographischer Version, der Rest im Common. Dann Dark Great Mage Badab Kar, Grade 3, auch viermal und auch einmal in holographisch. In diesen Decks ist jede Karte ja quasi einmal in holographischer Ausführung und dann der Rest ist Common. Dann Dark Knight Maiden Marcher oder Marker, viermal. Unorthodox Shield McLear. Die ist zweimal drinne. Ardor's Battle Knight Claudes. Viermal. Der Starter Fullbow Brave. Dann Trigger Revenger Undead Angel, ein Critical. Und Flatbow, ein Heal Trigger. Dann zur zweiten Hälfte des Decks. Ich bin begeistert von diesen Aufziehdingern da an dem Plastik. So. Dann hier der Blaster Dark Diablo, der quasi zusammen mit der G-Unit so eine Combo abgibt.
Die Effekte unterstützen sich gegenseitig. Viermal. Dann Bloodstained Battle Knight Dorrent. Viermal. Dark Heart Trumpeter. Dreimal. Pitch Black Sage Charon. Also viele der Karten sind halt so wie Charon, die gab es schon mal vorher, aber jetzt halt quasi in neuer Ausführung mit anderem Effekt und so weiter. Little Sky Witch Nemaine. Die Sentinel. Dann noch mehr Critical Trigger. Leaping Knight Ligen Lumna. Und noch ein Draw Trigger oder viermal der Draw Trigger. Howl Owl. Genau, das war's mit dem Deck. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao!